Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Ach, jetzt hast du es fertig. Ja, jetzt habe ich fertig. Schade, ich dachte, ich habe das jetzt noch drauf, ne? Jetzt ist es natürlich, ja gut. Die Posen, die Brezel, zeig ich mal die Brezel. Das ist die Brezel, so. So, das ist die Brezel, das ist der Hannes. Jo. Das ist die Shenaya. Moin. Und der aussieht wie ein Klostein, das ist der Ramses, ne? Ich würde sagen, so, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Ramses der Dicke. Und wenn ihr euch fragt, wo sind die denn ausgebrochen, denke ich mir so, die Frage stelle ich mir schon lange. Bin total erkältet und alles. Bei Shenaya fängt es auch schon an. Die hat gestern zweimal genießt. Ja. Hannes hat genossen in der gleichen Zeit. Also das fand ich richtig brutal. Wir wollen uns aber nicht unterkriegen lassen. Wir wollen heute wieder mal die goldene Meile bestreiten. Die goldene Meile, ihr kennt das. 12 Bier, 12 Pubs. Nur ohne Pubs. In der Harzer Edition, nämlich von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum. Heute aber in der Sonderedition, da die letzten Tage richtig heftig waren. Wir haben 19 polnische Biere getestet. Danach ist die Shenaya die Treppe runtergefallen, auf mich drauf, weil sie meinen Fuß gefesselt hat. Und seitdem habe ich mega Bluterguss hier an der Seite. Fuß tut noch weh. Da haben wir gemerkt, so geht das nicht. Wir müssen mal Vorbild sein. Wir machen heute Goldene Meile in der alkoholfreien Edition. Ob das schmeckt, ob man am Ende trotzdem betrunken ist, das werden wir sehen. Wird wie immer so sein, einer geht rein, sucht dreimal aus. Beim nächsten geht der nächste rein, sucht dreimal aus. Und dann geht der nächste beim nächsten rein, sucht dreimal aus. Und das, was ausgesucht wird, muss jeder trinken. Da ist immer spannend, was nimmt derjenige für eine Sorte? Und vor allem gibt es überhaupt so viele verschiedene Sorten, weil der Erste nimmt was, hat freie Auswahl und der Zweite im nächsten Laden darf nie das nehmen, was schon in der Meile jetzt hier dran war. Finden wir so viele alkoholfreie Sorten? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ausnahmeregel ist, wenn es wirklich kein alkoholfreies Bier gibt, dann kann man auch ein normales nehmen, aber darauf achten, dass das halt die wenigsten Prozente hat oder einen Radler oder sonst was. Deswegen, ich bin gespannt. Das Ding hier müssen wir dann auch gleich noch abgeben hier drüben, aber erstmal gehen wir in Rewe. Suchen die ersten drei. Wer fängt eigentlich an? Der Klostein? Gut, der Klostein fängt an, dann die Jenna, dann der Hannes. So machen wir es in der Reihenfolge. War erst die Dame und dann der... Genau. Der Hennes, ne? Hennes. Das etwas. Hennes und Dennis, so haben wir es. So, Karte braucht man nicht, egal, wir ziehen los. So, und wie bei jeder goldenen Meile, egal ob mit oder ohne, ist Tradition geworden, eine neue Packung Feuerzeuge zu kaufen. Jedes Mal rätselt man wieder über das Design. Das sieht richtig toll aus. Ich glaube, das nehmen die Jenna. Das nehme ich, das ist blau. Und oder nee, warte, passt zu meinem Fummel. Ich nehme das und ihr könnt euch einigen zwischen denen. Und dann will ich euch mal kurz das Bier zeigen. Also irgendwie, du kaufst jedes Mal drei Feuerzeuge und dann bis zur nächsten Meile sind alle drei weg. Und dann musst du wieder drei neue kaufen, ich verstehe es nicht. Das ist das Bier, wofür wir uns jetzt hier entschieden haben. Das haben wir gestern gesehen, als es die Verkäuferin dort irgendwo rumstehen hatte bei der Post. Dachten wir, die trinkt heimlich, aber nein, das ist alkoholfrei. Da steht nämlich Oettinger Weißbier, alkoholfrei und isotonisch. Das fand ich sehr cool. Vom Design sieht aus wieder wie so ein Winterbier. Durch dieses blaue Oettinger. Da rasten sowieso alle aus, wenn die Oettinger hören oder lesen. Deswegen, wenn wir das jetzt aufmachen, isotonisch Weißbier Oettinger. Schmeckt bestimmt ganz gut. Jawohl. Prost. Prost. Wasser mit Schaum. Was spricht's? Wasser mit Schaum. Wasser mit Schaum. Wasser mit Schaum. Wie schmeckt's Ihnen? Ja, nach Wasser mit Schaum. Isotonisch. Ja, isotonisch ist es, ne? Ich wusste, das ist das Beste bisher. Ja. Ich find's gut, ich habe eh keinen Geschmack. So, es sind gerade mal 5 Minuten gelaufen und Hannes trinkt schon wieder 2 Bier. Guckt euch das an. Das eine hat er schon versteckt. Ja. Ich war noch ganz kurz im Pfennig Pfeiffer, denn die Post hat gestern was hier reingeschleppt. Das wollten wir jetzt abholen. Guck mal, da steht sogar Ramses der Dicke. Und es kommt von LR Sprutz Gaming. Was wird das wohl sein? Ich sage nur 250 Euro. Nix. Also musste ich nicht bezahlen, ist es aber wert. Danke nochmal an Pokerhandres Melli für das Vermitteln. Und was das also ist, seht ihr dann irgendwann.
250 Euro. So, auf dem Weg zum Edeka, wo es dann Bier Nummer 2 gibt, was die Shenaya dann auswählt, sind wir wieder hier an dieser Kirche, an der Apostelkirche, denn da ist gerade noch ein Xeneas Raid. Den wollten wir jetzt fix spontan machen. Gesponsert immer noch vom Oettinger Weißbier, alkoholfrei, isotonisch. Wir haben aus Spaß jetzt mal eingeladen. Hier. Und wer ist drin? Der Scheinux ist drin, der Bazooka ist drin und der Dixon. Also 2 von 3 kenne ich. Mal gucken, ob da noch was geht, ob jemand was Gutes hat. Das ist bisher immer noch mein Lieblingsbier von heute. Ich glaube, das muss ich noch 10-mal sagen, bevor wir es dann abgegeben haben. Toll. Hä? Die letzten Tropfen, bist du verrückt? Das ist isotonisch. Ja, aber kein, das kann man nicht ausschwätzeln. Wenn ihr wisst, was isotonisch ist, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, es geht los. So. Ja, und jetzt mal eins nehmen und trinken. So haben wir es nämlich. So, kurze Auflösung noch. Hannes hatte 99 war im Angebot. Jenna mit 21,16. Da sieht man eh nicht. Guck, das ist isotonisch. Und hier haben wir 21,14 und 36. Falls wir noch einen zweiten Raid finden, machen wir den natürlich auch noch. Haben wir 2 freie Pässe. Heute habe ich einen Tick. Guck, hey, das kommt vom Isotonisch, glaube ich. Nein, aber der lag ja wirklich auf dem Weg. Wir laufen nicht extra zu einem Raid, aber wenn der auf dem Weg liegt, dann nehmen wir den mit. Versteht ihr? Gut. Hannes, ich brauche mein Bier. Oettinger Weißbier, alkoholfrei, isotonisch. Damit kann man sich sehen lassen, auch wenn man rumrennt wie ein Klostein. So, da sind die Jungs, da ist der Edeka und da sind die Ziegen. Da kennt man auch in jedem Video. Da muss man erst mal gucken. Wollen wir heute eine mitnehmen? Ah ja, warum nicht? Was machen wir dann damit? Aufspießen und über ein Feuer. Das machen nur welche, die Alkohol trinken. Wir sind isotonisch, wir lassen die Tiere in Frieden. Also nicht, dass wir das sonst gemacht haben, wäre eine Meile. Ach, egal. Isotonisch? Guck dir es an. So, wir waren jetzt also im Edeka, wie ihr es vielleicht gesehen habt. Und der Hannes, der hat jetzt die goldene Meile einfach hops genommen. Der hat sich einfach jetzt diese Dr. Pepper geholt. Nach dem Motto, ist ja auch alkoholfrei. Und das ist Zero. Schon zählt das dazu. Vielen Dank, Hannes. Ja. Nein, die findet er richtig cool und hat sich gefreut, dass es jetzt auch ohne Zucker gibt. Und deswegen wollte er die jetzt einfach mitnehmen. Ja, und Shenaya hat das nächste Bier ausgewählt. Ja. Shenaya hat dieses Bier ausgewählt. Warum haben sie dieses Bier ausgewählt? Naja, Sternburger ist so an sich ganz lecker. Und dachte ich mir, ach, guck mal, hier gibt es auch alkoholfrei. Nehme ich. Da ist gleich die nächste Frage. Sie sagen Sternburger. Warum sagen die Leute immer Sternburger? Keine Weil Ahnung. Die immer an Hamburger denken und gerne Burger essen. Wahrscheinlich. Ich habe das, fast jeder, das ist immer Sternburg. Und die Leute, egal wer, ey, das Sternburger, das war gut. Ich glaube, der Ispo sagt auch immer Sternburger. Und, weiß ich nicht, Kesto wahrscheinlich auch. Sagst du Sternburger? Cool. Das ist auf jeden Fall interessant. Habt ihr schon mal das mit dem, die Deckel sehen ja immer cool aus, ne? Das ist immer ein Blickfang. Und alkoholfrei. Ganz krass hier draufstehen. Wir haben aber schon das erste Problem. Hier steht Alkohol unter 0,5. Das heißt, die haben trotzdem eine Alkoholangabe drauf, aber halt unter 0,5. Es können also 0,4 sein. Das war aber bei dem anderen auch. Jo. Bei dem anderen habe ich nichts gelesen. Was stand denn bei dem anderen? Auch 0,5. Auch unter 0,5. Ja. Ja, gut. Ich glaube mal, die haben recht. Ich hab nichts gesehen. Na, das geht's nicht mehr. Ach komm, leck mich, komm, Ärmel, jetzt hat's. Eins. Einmal. Jetzt hat's. Zwei. Ich frage mich gerade, wozu wir Feuerzeuge gekauft haben. Aber wenn du das mit deiner blöden Dose machst, dann will ich jetzt aber auch die Dose in der Hose. Bitte? Ja. Die Dose in der Hose. In der Hose, jawohl. Und dann machen wir auch einfach. Wops. Und dann ist das die Dose in der Hose. Wieder die Rückkehr. Prost. Prost. Und, wie schmeckt's? Die säuerlichen Nachgeschmack. Ja. Säuerlich? Mhm. Hopfen merkt man raus. Der Hopfengeschmack ist... Also ich merke ganz deutlich, dass das mehr Geschmack hat als das erste. Schmeckt sogar fast eigentlich wie Bier. Sternburg macht's richtig, schmeckt wie ein Bier, obwohl es alkoholfrei ist, während die anderen einfach nur vorhin so
weißbiermäßig unterwegs waren. Das heißt, das findet ihr richtig gut. Ja, Egler, immer. Hey, du hast gerade geguckt, als müsstest du gleich brechen und so. Naja, es schmeckt nicht so für meinen Geschmack. Es ist ein bisschen zu säuerlich. Ach Quatsch, Sternburger schmeckt immer, hat sie gesagt. Wir ziehen jetzt weiter zum Netto und da ist der Hannes dran. So, hier hat der Dumanoman gewohnt. In der Falkenklause, als er da war, wo er uns noch zum Abendbrotessen eingeladen hat. Unten essen, oben schlafen, das war die Devise. Danke nochmal. Ja, du bedankst dich nicht, oder was? Ich war nicht dabei. Ach, so ziehst du dich aus der Affäre, oder wie? Aber trotzdem danke. Ja, danke, hab das gehört. Dankeschön nochmal, du Mann, oh Mann. Ja. Gruß an Andreas. Jetzt brauchen wir ja noch zwei Flaschen für die Hinterbeine. Wir sind schon wieder hier an unserem Landwirtschaftspferd. Hannes dekoriert und Hannes war gerade total begeistert. Was sagen Sie über dieses Pferd? Zeitungen, Landwirtschaftszeitungen, die gehen nach Burghausen. Ja, diese Landwirtschaftsamt, denke ich mal, dass die unsere Landwirtschaftszeitung bekommen, die wir jeden Donnerstag verschickt werden. Also Hannes verschickt Zeitungen? Aufgestaubt, ja, ich arbeite ja bei der Zeitung momentan als Minijob. Hannes ist Zeitungsmann? Ja. Da wird dann Zeitung gestapelt und die werden dann halt raus, gehen halt raus in ganz Deutschland. Vom Backyard-Wrestler zum Zeitungsmann, so weit ist er abgedriftet. Genau. Und er muss schon alkoholfreies Bier trinken. Ja. Wo ist deine Männlichkeit hin, Hannes? Wo ist die Männlichkeit hin? Früher mit der Leuchtstoffröhre und dem Bier in der Hand, heute mit der Zeitung und dem alkoholfreien. Aber keine Sorge, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und da seht ihr, wieso das eigentlich erst die Halloween-Meile werden sollte. Es ist so schön herbstlich überall. Es ist den ganzen Tag auch schon nebelig. Die Luft ist ein bisschen feucht. Der Himmel ist total grau. Das ist richtiges Herbstwetter, Herbstfeeling. Überall fliegt das Laub rum. Die Welt sieht richtig schön aus. Ne? Oh mein Gott, wir müssen schnell weg. Ich muss mal kurz Shenayas Trinkverhalten festhalten. Du, als wäre ich gar nicht da. Die steht jetzt bestimmt schon seit 30 Minuten hier vor der Toilette, wollte kurz austreten, aber wollte erst das Bier leer trinken. Und jetzt wird immer alle 10 Sekunden ein 1 Sekunde Schluck gemacht, dann wieder eine Sekunde, dann wieder Dings. Also es zieht sich und nach jedem Schluck immer boah, boah, boah. Was ist das für ein Zeichen? Ist es viel schwieriger, mit alkoholfreiem Bier die goldene Meile zu machen, weil man viel länger braucht, sich viel mehr aufhält, es einfach nicht schmeckt und komisch ist. Wir wissen es nicht, wir werden es testen. Wir wählen uns gleich vor der Toilette. Spaß. So, wir stehen jetzt hier vom urinfarbenen Netto. Ne? Es ist, wie spät ist es? Das war ja wichtig. Jetzt ist es. Eigentlich wollte man immer, wenn man ein Bier aufmachen, die Zeit sagen. Oh, genau 12 Uhr. 12 Uhr ist es. Die Zeit sagen, damit ihr wisst, wie lange man also von der einen Station zum anderen für das Bier gebraucht hat. Oder halt für den Weg. Das heißt, wir sind schon 2 Stunden unterwegs und haben gerade mal 2 Stück geschafft. Ne? Ich habe nämlich das Gefühl, wie gesagt, das Alkoholfreie dauert einfach länger. Hannes hat jetzt das hier geholt. Ihr kennt alle Coronis. Das ist Coronis Zero. 100% natürliche Zutaten, 0,0%. Warum hast du jetzt das genommen, Hannes? Weil es gab nur 3 Stück und das war mir einfach am sympathischsten. Und wir hatten vorher schon lauter blau und das ist jetzt auch noch blau. Fertig. Ja, das genau, es gab nämlich Krombacher. Ja. Aber Krombacher waren ja wieder ganze 0,5er Flaschen und wir müssen ja, da drüben ist ja schon direkt das nächste. Und jetzt nochmal eine Stunde an einem Krombacher nuckeln, können wir uns zeitlich gar nicht leisten, sonst haben wir hinten nämlich Probleme, überhaupt an die letzten Stationen zu kommen. Ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass wir gar nicht schaffen, 12 verschiedene alkoholfreie Biere zu trinken. Aber jetzt macht die Zeit uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung. Und ich habe es auch deswegen genommen, weil die anderen kann es vielleicht bei den anderen noch geben und das wahrscheinlich nicht. Ja. Und deswegen habe ich jetzt das hier noch mitgenommen. Also. Ja, Krombacher findest du überall, da können wir uns später noch dran aufhalten. Was es noch gab neben Krombacher, war das Schöfferhofer Weizen Grapefruit alkoholfrei. Das waren auch nur 0,3. Ja. Das war süße, klebrige Limo sozusagen. Das wäre auch richtig gut gegangen. Aber das finden wir bestimmt nochmal und das ist was ganz Besonderes. Deswegen, Hannes, machen Sie mal die Tüte auf und dann... Jawohl. Hoppa! Das sieht richtig toll aus. Genauso wie die Farbe von diesem Feuerzeug. Die sieht auch richtig toll aus. Prost!
Es ist auf jeden Fall besser wie das letzte. Was? Besser? Ja. Besser wie das letzte? Das letzte war zu sauer. Das Sternburger war zu sauer. Ich muss sagen, das hat da. Es schmeckt zwar wieder ein bisschen nach Wasser, ja, aber es geht besser runter und es hat auch diesen Corona-Geschmack irgendwie doch trotzdem, ja, noch irgendwie drinnen. Joa, die einen haben durch Corona keinen Geschmack, die anderen haben Corona-Geschmack. Ja. Ihr seht, mein erster Zug, das Ding ist fast leer. Gute Idee, bis darüber gehen, nochmal kurz ausdrehen. Ich muss schon wieder, das treibt viel mehr als Alkohol. Ja. Aber es irgendwie wirkt auch total gekühlt, obwohl, ja, es einfach nur mitten im Laden stand. Schäumt nicht so extrem, ja, wie das erste. Was war das erste? Irgend so ein isotonisches Zeugs, ne? Ja. Oettinger, das Oettinger ISO, das war so schaumig, ja, und ich muss schon sagen, eben jetzt nach dem zweiten habe ich auch schon so Bauchschmerzen gehabt, einfach, das ist alles, das ist immer so, alles so bitter, alles so komisch, alles sauer, alles schaumig, alles. Das würde ich mir sogar nochmal wiederholen irgendwann, also das, no, das und das sogar ohne Alkohol. Ja, das das erste, trinken, wo man sagt, das würde man sich nochmal holen. Ja. Jetzt aber auf zum Lidl. Weil der ist ja gleich 2 Meter weiter. Dieses Auto hat die gleiche Farbe wie mein T-Shirt. Da bin ich stolz drauf. Grüße an Natururin an der Stelle. Ja, hab extra den Merch angezogen diesmal. Ich musste auch schon 2-mal urinieren. Wir werden dann den Urin-Counter einblenden. Hallo Jenna, schmeckt's immer noch? Jo. Okay, Zapfdos. Guck mal, das hat gleich 2 Bierkrüge, ne? Jo. Willst du auch gleich 2 Bier jetzt haben? Nee. Okay. Das dachte ich mir. Hannes, willst du 5? Ja, ich nehme 5. Das gleicht sich dann wieder aus. So, wir waren jetzt also im Lidl hinter uns. Das ist Hannes, das ist Shenaya. Moin. Hannes, jo, warum hast du dieses Perlenbacher genommen? Weil du es wolltest. Weil ich sie gerade in die Hand gegeben habe, so in dem Moment. Nee, okay, aber Moment, ja, ihr wisst ja, traditionell Lidl war bisher eigentlich, glaube ich, immer bei jeder goldenen Meile das Perlenbacher Extra Strong 7,9 in der coolsten Dose der Welt. Das hat bisher jeder hier probieren müssen. Aber wir sind ja heute auf der alkoholfreien Meile und das einzig alkoholfreie, was es gab, war auch von Perlenbacher, weil Perlenbacher ist die Lidl-Marke, ne? Jetzt hattet ihr normales Perlenbacher in Dosen. Das ist das, 0,0% alkoholfrei. Wir hatten Perlenbacher alkoholfrei in Plastikflaschen, was wohl auch so eins ist, aber halt 0,5. Wir hatten Perlenbacher Radler alkoholfrei in großen Dosen und wir hatten Perlenbacher Radler alkoholfrei in Plastikflaschen. Wir wollten nicht auf Radler ausweichen, alkoholfrei. Wir wollten den Kontrast vom Extra Strong Dosenbier zum Perlenbacher Dosenbier alkoholfrei bewahren. Jenny zuliebe habe ich jetzt extra eine kleine Dose genommen. Habe ich gedacht, das passt gut rein, weil dort drüben ist ja schon wieder der nächste Laden. Und das wird jetzt... Mal gucken, ob ich bis dahin nochmal aufs Klo muss. Boah. Wow. Hui. Isotonisch. Yo. Jena. Hui. Hoppa. Prost, 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 Prost. Prost. Und, was sagen Sie, das Gesicht verzieht sich schon. Ja. Boah. Boah, was? Wie? Es hat Geschmack, es hat auf jeden Fall Geschmack, aber ich, ja, weiß nicht, nach etwas. Schmeckt fruchtig wie Grapefruit. Ja, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Irgendwie sowas, irgendwas Fruchtiges muss... Fettig wie Salami. Jo. Nee, nee, ist so schlimm nicht, nicht, aber... Cool. Hey, dafür ist die Dose doch schon wieder leer. Das haben wir sehr geschickt eingefädelt. Aber interessant, aus dem Lidl kriegst du Perlenbacher. Groß, klein, Dose, Flasche, Radler, normal, alkoholfrei, normal, alkoholfrei, Radler, alles Perlenbacher. Warum sollte man sich eine Dose kaufen, wenn man eine Plastikflasche haben kann? Warum sollte man sich alkoholfreies Radler kaufen, wenn man es mit ohne Radler... Es ist ein Mysterium für sich. Wir haben auf jeden Fall das jetzt hier und jetzt als nächstes seid ihr beide dran im Rewe, was? Weil der Weg zum Kaufland ja so weit ist. Nein! Lautlos! So, ihr dürft. Ihr dürft. Was? Durchs Gebüsch laufen. Wir müssen noch weiter. Jetzt erstmal püssen. Oh, Hannes, jetzt läufst du doch alleine durchs Gebüsch. Okay, ich lauf mit. Dann piss ich halt von oben nach unten. Quatsch, da drüben ist noch eine Toilette, ah, okay, da können wir doch jetzt alle
kräftig. Wieder mal. Jawohl. Da passt gerade noch so Jenna und Hannes drauf, mit der großen Distanz dazwischen. Das ist sehr interessant. Jetzt haben sie zueinander gefunden wieder. Das ist der Stein. Lol, ich bin geil. So. Wisst ihr, was noch geil ist? Hannes sagt gerade, ja, das hat diesen Zitronengeschmack, ne? Ich denke mir, warum Zitrone? Ist doch Quatsch, obwohl ich eben ja selber gesagt habe, das schmeckt aber fruchtig, ne? Als wir noch da drüben gestanden haben. Wenn man genau drauf guckt, steht nämlich auf diesem Bier alkoholfreies Bier aromatisiert Säurungsmittel Zitronensäure. Deswegen hat das eine leichte Zitrusnote. Das ist doch vollkommen korrekt, denn Jenaya ist fertig, bevor ich überhaupt angefangen habe. Das war doch eine gute Wahl. Guck mal, was wir im Rewe gefunden haben. Hier gibt es das gute Duff-Bier vom Homer in der Halloween-Edition. Happy Hello Bier Lager Duff Halloween Edition. Ob man da mal was mitnimmt zum Testen? Wir wissen es nicht. Ach komm. So, wir waren jetzt im Rewe Sender. Jeder hat sich jetzt was ausgesucht. Also Shania hat sich was ausgesucht. Mhm. Hannes hat sich was ausgesucht. Hannes isst gerade Pombeeren. Guckt euch das an, wie der Pombeeren ist. Pombeers. Und Hannes hat auch noch was mitgenommen. Und zwar dieses Duff Bier in der Halloween Edition. Ihr kennt doch bestimmt alle Duff. Was eigentlich immer total kultig ist, aber überhaupt gar nicht schmeckt, meiner Meinung nach. Und jetzt haben sie hier extra, damit ihr es doch kauft, einen fetten Halloween-Kürbis drauf gemacht. Das hat aber Alkohol, deswegen darf man das nicht trinken. Shania hat deswegen dieses Radler mit 0,0% rausgesucht von Mönchshof. Darfst du auch gleich mal aufmachen. Warum hast du das genommen? Mönchshof allgemein schmeckt, jetzt sage ich schon wieder, das schmeckt ja, gut. Ja, wie das Sternburg, das schmeckt genau. Immer, sagt sie. Und jetzt sagt sie es da auch. Naja, und Radler ist mal was anderes, dachte ich mir. Ja. Vielleicht schmeckt es dadurch besser. Ja. Prost. Weiter geht's Richtung Kaufland. Jetzt muss ich es nochmal sagen, sonst habe ich ja das Feedback nicht drauf. Wie schmeckt's? Wie Limo. Wie Limo. Ja, ist ja im Prinzip auch. Ja, Limo, reine Limo. Reine Limo. Ich merke es schön fruchtig und ich finde sowieso, wenn man Radler kauft, am besten immer Naturradler, naturtrübes Radler. Weil das andere ist so extrem säuerlich, aber das Naturtrübe ist einfach angenehmer im Geschmack. Immer noch 0-0. Wir bleiben heute bei den Pombeeren, genau. Ja. So, jetzt mal in die Tüte rein und weiter geht's. Jetzt weiß ich auch, wieso der Hannes sich die Pombeeren gekauft hat. Damit er ganz gespannt sich hier die Monster Truck Show angucken kann, beziehungsweise das Schild betrachten. Stellt euch vor, das ist ein Fernseher und der Hannes sitzt im Kino und isst einfach seine Pombeeren und guckt sich die Monster Truck Show an. So, guckt euch das doch mal an. Wie schön das alles hier runterfällt, ja. Wenn der Wind kommt, alles runterblättert, sich hierher setzt. Und dann hat es auch noch so Urinfarbe. Das sieht auch richtig toll aus. Grüße an Natururin. Wenn du von Weitem guckst, sieht es aus, als hätte jemand eine Tüte Chips ausgekippt. Das ist auch genial. Lauter Pombeers. Das ist Herbst. Na, habe ich euch erwischt, wie er da steht. What is that? So, wir sind jetzt zurück auf dem Markt in der Stadt und ich habe ganz kurz die Duff-Biers hoch. Wir sind trotzdem ungefähr auf der Höhe vom Dino. Das heißt, egal ob man das nächste jetzt beim Dino aufmacht oder hier auf dem Markt, es ist egal. Es ist komplett egal. Hannes ist dran und Hannes hat sich für dieses Bier entschieden. Desperados 0,0% alkoholfreies Bier mit Zitrusaroma. Warum hast du das genommen, Hannes? Weil wir vorher das Gegenstück des Corona hatten. Jetzt nehmen wir halt bei dir das andere Gegenstück davon und das ist das Desperados. Erst das Coronis und jetzt genau, den. Genau. Keine Ahnung, was man da Blödes sagen kann. Bam. Ja. Das ist das Beste. Prost. Probieren wir mal. Prost. Prost. Wow. Wow? Was heißt wow? Das Zitronenaroma, das ist ja richtig intensiv. Das ist ja richtig nice. Ja, schmeckt ganz gut. Schmeckt ganz cool. Intensiv. Gebraut in den Niederlanden. Was ist daran so lustig? Das Holländische. Weil du gestern erst die Hollandbiere getestet genau. hast. Genau. Ja,
Also ich muss sagen, bei mir kommt wahrscheinlich langsam der Geschmack zurück, weil ich 4 Pombeeren aus seiner Tüte gegessen habe. 4 Stück. Deswegen sage ich, das finde ich nicht so gut wie das Corona. Das Corona 0 irgendwas war bis jetzt heute immer noch mein Highlight. Geschmacklich, erfrischend, wunderbar. Das ist mir schon wieder gleich auch viel zu schaumig. Ich habe nur einen ganz kleinen Schluck genommen. So viel Schaum plötzlich da drin. Fand ich nicht so schön prickelnd zum Trinken wie das andere. Vielleicht liegt es auch daran, weil das jetzt die ganze Zeit im Rucksack rumgeflogen ist. Und das andere haben wir frisch geholt und gleich getrunken. Aber euch schmeckt's, da bin ich froh drum. Ja. Jetzt also Weile auf zum Kaufland. Es ist jetzt wie spät, Hannes? Du hast bestimmt noch mal die Uhrzeit für uns. Jo, jetzt haben wir 13.22 Uhr. 13.22 Uhr. Und weil ich nicht weiß, dass wie viel Bier das jetzt ist, haben wir jetzt gar keine Aussage dazu. Aber ihr wisst ja, 10 Uhr angefangen, 13 irgendwas und jetzt Kaufland. Und dann wieder 2. So, seit geraumer Zeit besteht unser Kaufland nur noch aus Hintereingang, wie man sieht. Das ist der Hintereingang vom Kaufland. Da waren wir jetzt drin. 6 Bier haben wir jetzt schon hinter uns. 6 alkoholfreie. Und ich muss jetzt schon sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Jena, geht's hier gut? Ich bin irgendwie voll. Voll. Aber Magen eher voll. Du isst ja auch immer zu. Zwar immer noch an dem ersten Brötchen, was du mitgenommen hast, aber trotzdem. Wie geht's dir, Hannes? Komisch irgendwie. Ohne Alkohol, das ist da fehlt komisch. Das Isotonische. Ich genau, richtig. Das Isotonische wird jetzt aufputschende. Habe ich eben auch schon gesagt. Normalerweise habe ich am nächsten Tag Kopfschmerzen von der Meile. Jetzt habe ich während der Meile einfach Kopfschmerzen. Durch dieses ganze Radlerzeugs, auch was immer zu ist. Wenn da dieses Säuerliche die ganze Zeit kommt, mein ganzer Mund war schon taub, meine Lippen, als würde ich gerade immer so in eine Zitrone wieder erneut reinbeißen. Sehr speziell auf jeden Fall, aber wir versuchen es immer noch bis zum Ende. Ich war jetzt hier dran mit der Auswahl. Ich habe jetzt hier einen Warsteiner 0,0% isotonisch gefunden. Das allererste, was wir heute hatten, war ja auch isotonisch und das Wort hat es mir so gut angetan, dass ich das unbedingt mitnehmen wollte, habe ich im Edeka vorhin gesehen. Jetzt haben wir es hier, jeder ein Fläschle. Hier, Hannes, du musst jetzt mal zuerst aufmachen, wie immer. Jo. Das ist aber auch sehr krass. Ja, hier. Ja. Jo. Da läuft es auch schon. Da blubbert es auch schon vor sich hin. Hier, nimm mal das Ding. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, wie du den Superschaum abgeschleckt hast. Fergelfeuerzeug. Ja, jawohl. Wops. Und guck, da kommt's. Da kommt's auch aus. Das sieht gut aus. Prost. Prost. Hat nicht funktioniert. Dachte, das fliegt weg. Aber wie schmeckt's? Ja, nicht schlecht. Besser als das letzte isotonische. Hä? Das geht? Dass es noch besser schmeckt? Oh mein Gott. Hannes. Fahrt. Fahrt. Fahrt schmeckt es. Warst du auch beim Double A Festival? Da ist auch Fahrt aufgetreten. Ja. Nee, war der nicht. Kam nicht aus der Flasche. Nein. Es schmeckt das ist fad. Fad. Es ist ja auch isotonisch und 0%. Eben deswegen fad. Also ich weiß nicht warum. Ich habe da jetzt voll eine malzige Note im Geschmack drin. So. Ich weiß nicht, an was das jetzt wieder liegt. Ich habe gedacht gerade, ich trinke ein Vitamalz oder so. Das wäre übrigens auch gegangen, wenn man einfach hier Vitamalz genommen hätte. Solange es in der braunen Flasche ankommt, ein Malzbier ist. Das Wetter passt sich unserer Stimmung an. Hey, und deswegen laufen wir jetzt hier über die Wiesenlandschaft, hinter den Bäumen lang, zum Rastplatz und wieder rein Richtung Netto und Aldi. Prost. Ich weiß auch nicht. Ja, was ich schon wieder vergessen habe, ich wollte ja eigentlich immer mal die Uhrzeiten sagen. Es ist jetzt gerade 14.24 Uhr und jetzt haben wir das 7. Bier aufgemacht. Nur mal so als Zwischenstand. Guckt euch die an, wie sie rumfliegen. Ja, normalerweise war hier der Punkt, da ging es immer. Genau. Aber jetzt ist der Punkt, da geht es halt nur noch. Hey, das macht Spaß, gerne wieder. So gefühlt merkt man jetzt auch erstmal, wie gefährlich die Straße hier ist. Sonst torkelt man hier lang, alles kein Problem. Jetzt haben wir uns gar nicht getraut, über die Straße drüber zu laufen, weil so viele Autos hier plötzlich rumfahren. Das ist wie bei Friedhof der Kuscheltiere. Also wenn du nüchtern bist und kriegst das mit, da hat man schon richtig Respekt vor dieser Strecke und der Straße und mitten hier. Aber wir haben auch schon andere Entdeckungen gemacht.
Dazu aber später mehr, wenn ich mich noch daran erinnern kann, was ich gerade noch sagen wollte. So, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, wenn du nüchtern bist, merkst du auch einfach erstmal die Blicke der Leute. Ich weiß nicht, liegt es daran, weil man nüchtern ist und so sieht man, dass die immer so gucken, wenn du durch die Stadt läufst? Oder ist es, dass die gucken, weil wir isotonisch trinken? Oder liegt es doch am Farbe-Urin-T-Shirt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, die in der Stadt komisch geguckt haben. Wir wollten jetzt eigentlich zu unserem Rastplatz. Der Rastplatz ist schon voll. Da sitzt die Jugend, der Stadt, ne? Vielleicht saßen die letztens auch schon da, aber weil wir was getrunken haben, haben wir es nicht gesehen und haben uns einfach draufgesetzt. Wir machen deswegen jetzt einen Abstecher hierhin zu diesem. Hannes hat sein Moped mitgebracht, sehr schön. Genau. Und passend dazu hat die Shenaya das nächste Bier ausgesucht. Guck mal, Shenaya, als hätten sie es so verkauft. Was? Beim Kauf von 3 Flaschen gibt es 1 Rasenmäher gratis. So. Das ist jetzt hier Geber Fun. Warum hast du das gewählt? Naja, ich fand den Namen interessant. Ich habe schon mal häufiger mal gelesen, habe es aber noch nie probiert. Hast gemerkt, wir haben heute noch keinen Spaß gehabt in der Gruppe. Also vielleicht bringt Geber Fun jetzt die Erlösung. Hast du das schon mal probiert, Hannes? Nein. Ich habe auch ohne Geber Spaß. Es ist 14:42 Uhr. Ach so, er hat sich gemerkt, dass wir eigentlich immer die Uhrzeit dazu sagen wollen. Ja, ich nehme mir auch mal eins, ne? Einfach hier dran und dann zack. Nee, das machen wir natürlich nicht. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Der Hannes macht jetzt Schluck für Schluck die Biers auf, die sibirischen Biers aus Siberia, Bro. Wo ist denn der junge Mann mit seinem Fahrrad hin, der gerade hier stand? Und warum ist er überhaupt hin? Ich hab die Kamera. So, Prost. Prost, schmeckt eh nicht, ist Jever, weiß ich jetzt schon. So, warte jetzt zuerst hier. Dir hat ja was gefehlt eben. Ja, und das ist mir das Zuhör. Zu her. Ja, und hast du Fun? Nee. Ja. Sie sucht's aus. Ich hatte vorher Spaß, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Spaß vorbei. Nee, jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Von 0,2% Spaß wieder auf 0,0% Spaß gesunken. Nee, bei mir ist es gestiegen von 0,2 auf 0,4. Hier steht jetzt auch wieder Alk unter 0,5. Ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich wollte noch was sagen, jetzt weiß ich es nicht mehr. Und deswegen, ach so. Und das sind jetzt auch wieder große Flaschen. Eben der Weg bis hier war viel weiter als der Weg von hier jetzt bis zum Netto davor. Aber eben hat man nur eine kleine und jetzt wieder eine große. Und dann auch noch so ein Geschmack. Das ist ehrlich, sage ich mal. So, und damit ihr wisst, wieso Jever Fun so viel Spaß macht, möchte ich euch mal vorlesen, was da drauf steht. Jever Fun ist das alkoholfreie und kalorienarme Jever mit dem einzigartigen und unverwechselbar herben Charakter. Erfrischend, ohne Zucker, voller Geschmack, mit Gärungskohlensäure. Also steht auf jeden Fall herber Charakter drauf. Das mundet ein Hannes wieder. Ja. Muss er hier nachher? Das ist genial. Veränderte Verkehrsführung, weil hier drüben ist ja alles kaputt. Überall nur noch Baustellen in Hibo. So, wir sitzen jetzt eigentlich vorm Netto, ja. Wir müssen immer noch dieses ekelhafte, herbe Bier trinken. Also Hannes hat seins schon leer, dem ist alles egal. Genau, einfach runter. Ihr seht, wir hängen immer mehr durch. Guckt euch das an, wie der durchhängt. Jenna hängt auch durch, alle hängen durch. Es ist jetzt 15 Uhr, mein Wecker hat gerade geklingelt. Wenn ich mir überlege, hier mit Marc und Pierre, wir haben es nicht geschafft, bis 18 Uhr da drüben beim Lutz gewesen zu sein. Aber wir haben ja trotzdem noch einen Weg vor uns, bis wir beim Lutz wären in der Höhe. Weil wir müssen ja das erst austrinken, dann erst in den Netto rein, das vom Netto erst austrinken, um in den Aldi zu gehen und das vom Aldi austrinken. Also es zieht sich und ich glaube, so schlecht wie jetzt ging es mir noch nie. Ich glaube wirklich, wenn du dann Bier trinkst und das alles ein bisschen anregt und hey, und die Glücksgefühle rauskommen und du wirst überheblich und pervers, dann schmeckt das Bier automatisch besser, du bist eh halb betäubt, deswegen trinkst du einfach, trinkst und hier, du kämpfst an jeder Flasche, das ist so, bah, und es wird immer schlimmer, wir haben jetzt schon Angst, wenn der nächste eins nimmt, oh, was ist das wieder? Blöre! Wie bei Marine, wie beim Fischbrunnen. So. Genau. Wer ist jetzt dran? Der Hannes. Genau!
Ach nee, warte mal, dann hätte man gerade gedacht, wir haben wieder gute Laune. Nee, also, wenn ihr auch mal die alkoholfreie Meile machen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Das hätte das Thumbnail sein müssen, genau. So, wir haben es endlich geschafft. Es ist ein Wunder geschehen. Kurz vor 15 Uhr sind wir hier angekommen, mussten eigentlich in den Netto rein. Jetzt ist es gleich 15.45 Uhr. Wir haben jetzt 45 Minuten hier, fast 50 Minuten und noch mehr in der Kälte gesessen. Ey, es ist so zügig und ich sage dir, wenn du Bier trinkst, merkst du das gar nicht. Dann ist dir einfach warm, dann passt das alles. Alkoholfreies Bier, die Welt ist total grau und du bist viel anfälliger gegen alles und es schmeckt halt komplett bäh. Jenna hat es jetzt geschafft. Ja. Nachdem sie jetzt genüsslich Schlückchen für Schlückchen ihr es auch endlich geschafft hat, konnten wir in den Netto rein. Hannes musste das Bier aussuchen. Und perfekt. Es gab Krombacher alkoholfrei im Angebot und das heißt, war komplett ausverkauft. Wir dachten, es wird Schloss in den Plastikflaschen. Davon gibt es gar kein alkoholfrei im Netto. Das einzige alkoholfreie Bier, was wir jetzt hier gefunden haben, war Schöfferhofer Grapefruit alkoholfrei. Das ist wie die Neugeburt. Also erstens ist es Weizen, was sowieso viel besser ist und lieblicher. Dann ist es Grapefruit, also auch noch gemixt, dass es wie eine Limo ist. Und dann ist es auch noch eine kleine Flasche mit 0,33. Und das ist perfekt, weil wir müssen ja gleich hier rüber, bevor wir wieder eine Stunde mit dem jetzt hier sitzen, ziehe ich mir das wahrscheinlich direkt auf X rein. Ja, yeah, ich bin der Hannes. So, yo, boy. Yo, Riley. Dann mach mal dein eigenes auf, du alte Bauchfussel. Yo, Riley. Du bist der Bauchfussel, Mann. Super. Jetzt weiß ich, die Feuerzeuge sind nicht verschwunden, die sind einfach immer alle kaputt nach den Meilen. Yo. Das wird's sein. Opa. Jawohl. Auf Opa, genau. Prost. Ihr könnt jetzt bei euch probieren. Ich versuche es jetzt einfach mal so auszudrücken. Mal gucken, ob es noch reingeht in den Magen, weil... Es tut so weh. Ja, das stimmt. Das war schon wieder so extrem schaumig. Ich wollte absetzen, ohne Spaß. Ich wollte absetzen nach den ersten paar Schlücken, weil das ist so rumzirkuliert und hat so gestochen jetzt im Magen gleichzeitig. Ja. Und dann siehst du weiter, dann fangen die Augen noch an zu drehen. Geht's dir gut? Ja? Ja, noch. Ich will nicht wissen, was da noch kommt. Shania ist aber auch gleich fertig. Ja, diesmal bin ich etwas schneller. Aber mir ist so schlecht jetzt hier. Wir müssen jetzt in Aldi. Und vom Aldi können wir mit dem Bier wenigstens dann wandern zu Norma. Mit Bewegung, mit allem drum und dran. Und es schäumt so. Im Magen komplett. Wie hat es dir denn aber geschmeckt? Es ist sehr fruchtig, war es. Ja. Es war sehr fruchtig, aber es hängt. Ja, mir schmeckt sowas immer eigentlich nicht, aber. Immer eigentlich nicht? Ne, immer eigentlich nicht, aber. Steckt mir irgendwo bis da oben hin jetzt eben gerade im Moment. Im Vergleich zum Jever war es wahrscheinlich super. Ja. Wie schmeckt's dir? Wie Limo. Also im Vergleich zum Jever deutliche Besserung. Ja, wie wenn man so eine Flasche Sprite in der Sprite-Challenge versucht zu trinken und die meisten sterben dabei. Also, Entschuldigung, aber das geht ja noch. Das war die Sprite-Challenge. Jetzt aber ab in Aldi und ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch nur eine Sorte geben. Ein Zettel. Hannes, wie spät ist es? Es ist 15.54 Uhr. 15.54 Uhr, Mann, sind wir gut. Wir waren jetzt hier im Aldi hinter uns. Jena guckt auch wie so ein Aldi. Ja, genau. Was ist denn los? Was ist denn los? Warte. Ich bin voll alt. Aldi? Alter, der Altermarkt. Wir waren jetzt da drin. Und was soll ich euch sagen? Gefühlt gibt es nur 5 Biersorten.
es gibt Schuldenbräu und es gibt Karlskrone. Und das einzig alkoholfreie Bier, in Klammern Bier, was wir gefunden haben, ist Karlskrone Malztrunk. Alkoholfrei. Da steht, wow. Immerhin, steht immerhin drauf, alkoholfrei. Ja, ja eben, und es ist nicht irgendwie Vitamalz oder so. Es ist halt wirklich diese Karlskrone Biersorte als Malztrunk, erfrischender Malztrunk, alkoholfrei. Und das ist das erste Bier, was ich Jenna heute bestimmt alleine aufmachen kann. Schaffst du das noch? Gleich kommen die Wurst. Anscheinend nicht. Hui, Hannes, hoppa. Schaffst du deins auch aufzumachen? Und das ist mega kalt, haben sie schon festgestellt. Ja, ist am Sieg kalt, ja. Hannes, magst du mal drehen? Ich drehe. Weil ich will es jetzt einfach festhalten, ich will das nie wieder loslassen. Und vorhin habe ich ja schon gesagt, dass mir das eine Bier, wo ich nicht mehr weiß, was es war, irgendwie so eine kleine malzige Note hatte und die keiner hat mir recht gegeben. Ach, dieses isotonische Zeugs. Dann haben die gesagt, die haben noch nie Malzbier getrunken, wissen gar nicht, wie das schmeckt. Dann probiert jetzt mal diesen Malztrunk und schaut mal, ob das jetzt irgendwie euch erinnert an diesen isotonischen Warsteiner, ob das vielleicht was Malziges mit dabei war. Wenn sie jetzt Nein sagt, dann, oh, dann müssen wir die Sendung beenden. Ganz und? Leicht. Ah, ganz leicht, gut, damit bin ich schon zufrieden. Ansonsten ist es eigentlich nur süße Blöre, oder ne? Total süße Blöre. Sagen wir es mal so, kannst du auch trotzdem, also ich kann es zumindest trinken. Warum sollst du das denn schon wieder leer? Wir müssen jetzt bis zum Normal laufen, da brauchen wir Wegzehrung. Hat das schneller hinter sich. Aber der Hannes, ja. hat sich gerade ausgeleert, deswegen hat er jetzt wieder Platz für mehr drin. Mal gucken, ob er diesmal gegen die Unterführung läuft mit seinem Kopf. So wie beim letzten Mal. Jetzt erstmal viel Naturwegwanderung. So, wir beobachten hier einen wilden Hannes, der beim letzten Mal gegen die Unterführung gelaufen ist. Schafft er es diesmal durch? Das sieht gut aus, oder? Wunderbar. Hier eine Jenna, die sich gar nicht mehr erinnern konnte, dass wir überhaupt hier lang gelaufen sind. Jetzt sieht sie es mal tagsüber. Das ist sehr interessant. Und ich mache jetzt mal Austret-Moves. So, Hannes war noch mal kurz austreten, ja. Eben klein, jetzt groß. Guckt euch das an. So sieht's aus. Das war aber herrlich. Das ist alles Matsch, ne? Richtiger Matsch, original Matsch. So kommt's, wenn man alkoholfrei trinkt, Hannes. Ja. Da kommt der Durchfall. Und die Blöre kommt raus. Ja, Durchfall. Ja, oh, ja, Durchfall, Mann. Habt ihr auch schon mal Durchfall gehabt? Schreibt's mal neben den See. Stimme geht am Glockenbrunnen auf. Ach, da sind wir ja. Na, wir können ja jetzt nicht eine Stunde dort warten. So, damit wir auch mal ein paar Erinnerungen hier wieder hochkommen lassen. Hier, stell dich vor, das ist Kästo. Ach, das ist Hannes und Kästo. Das ist das Stück Wiese. Da haben die sich rumgekugelt. Und da sind sie gekommen. Da haben sie sich rumgekugelt. Wer die Goldene Meile also mit Hannes und Kästo geguckt hat, der kennt das bestimmt. Jetzt sieht der Hannes es auch nochmal nüchtern, was hier los war. Und Jennas Graben werden wir bestimmt auch finden, wo die einfach reingepurzelt ist. Also diese Holzstapel kommen uns bekannt vor. Jetzt merkt man auch nochmal, wie steil das hier ist, dass sie hier die ganze Zeit bergauf läuft und die ganze Zeit hochgeht. Was für eine Steigung. Die merkst du nicht nach 12 Bier, ne? Jetzt merkst du alles komplett. Das ist die anstrengendste Meile der Welt. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Thomas Schmalz. Hier verkauft Thomas also sein Schmalz. Wenn ihr auch Schmalz-Fans seid und gerne Schmalzbrot esst, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr einen Thomas supporten wollt, kauft Thomas seinen Schmalz. Wenn ihr Schmalz-Fan seid, wie gesagt, schreibt es mal in die und so weiter. In die blaue Tonne. In die blaue Tonne. Prost. So, weiter geht's im Geschichtskurs. Hier ist jetzt so ein kleiner Zwischenweg. Da habe ich damals meine Jungfräulichkeit verloren, als Marc und Pierre mich allein gelassen haben. Das saß ich nämlich einfach hier auf dem Weg. Ich habe 2 Stunden lang irgendwie meine Akkus gesucht, weil ich den Akku wechseln wollte von der Kamera. Dabei war der Akku noch voll wahrscheinlich. Es hat auf jeden Fall alles gepasst. Sind die Leute an mir vorbei. Sieht man jetzt auch mal alles tagsüber, wer sich daran noch erinnern kann. Hier überall die Postautos. Die ganzen E-Autos von der Post. Und hier läuft man auch fast dagegen. So, und jetzt kommt der Klassiker. Das ist die schöne Eier.
Wir sind hier gelaufen, es war dunkel. Ich habe gesagt, guck mal, da vorne ist die Norma. Wir sehen schon das Licht. Und eigentlich müsste man dann hier rüberlaufen und außen rum. Wir haben uns an dem Licht orientiert. Wir sind einfach weitergelaufen. Und dann ging es hier runter. Und da unten ist eigentlich Wasser. Und da ist hier so ein Graben. Da stürzt du hier rein. Und auf der anderen Seite geht es wieder hoch. Und da ist die Jennas Hose nass geworden und da hat sie ja Gotcha verloren. Guck mal, mittlerweile könnte man gar nicht mehr hier runterfallen, weil alles so zugewuchert ist, dass es gar nicht bergab geht. So, wir haben es geschafft, zur Norma zu kommen, ohne dass die Norma geschlossen hat. Ja, das genau. Ist eine Weltpremiere, ja, auch für die Jenna. Ja. Weil beim letzten Mal standen wir ja davor, haben so lange gequatscht, dass sie hinter uns einfach zugemacht haben. War es aber auch schon dunkel. Wie spät war es jetzt? 16:30 oder so? Jetzt ist es kurz nach 16:30, also 16:36. 16:36. Jenna war jetzt dran mit dem Aussuchen. Wir waren in der Norma, direkt in der Norma. Da gab es theoretisch nur Jever Fun, weil sie vorhin schon ausgewählt hatte. Ja. Hätte sie das vorhin nicht gehabt, hätte sie es bestimmt jetzt genommen. Garantiert. Aber sie hat es vorhin schon bereut. Dann haben wir gesehen, da waren zwei Sixpacks Franziskaner. Einmal Franziskaner Weißbier, alkoholfrei Zitrone und alkoholfrei Blutorange, genau. In der Halloween Edition. Wir haben gedacht, das reicht nicht. Nebenan ist das Sackgasser. Die Jenaya wollte da unbedingt rein und schauen, was es im Sackgasser gibt. Da gab es ganz viele alkoholfreie Biere, die aber alle wieder groß waren und sogar Clausthaler extra herb. Ich glaube, ich habe noch nie Clausthaler getrunken. Hier gibt es Clausthaler Original, Clausthaler extra herb. Aber wir hätten alle drei vorhin schon gekotzt, deswegen haben wir zufällig gesehen, es gab auch das Franziskaner Weißbier alkoholfrei Zitrone im Sackgasser. Und weil das eine kleine Flasche ist und wir ja noch zum Lutz wollen vielleicht, wenn alles vorbei ist und der nur bis 18 Uhr haufert, wollen wir jetzt gucken, was war das, fix öffnen. Und das bis auf dem Weg zum Panorama noch austrinken. Im Panorama hoffen, dass sie überhaupt alkoholfreies Bier haben. Dann war der ganze Tag umsonst, wenn man dann dort ein richtiges trinken müsste. Jo, Prost! Und gleich nochmal gucken, wie es schmeckt. Oh, es ist ein Genuss jetzt. Ein Genuss? Es ist ein Genuss. Weil der Malz extrem süß war. Ja. Und deswegen freust du dich auf Radler. Auf jeden Fall. Du hast eh nach Radler gesucht, bist ja, jetzt zufrieden? Oder? Doch, schmeckt sehr lecker. Ja, besser Limo. Als die andere Pläne. Ich bin wieder der erste Reihe Tanz. Wäre das wenigstens naturtrübes, was ein bisschen milder ist. Aber das bitzelt mir sofort wieder auf der Zunge durch die Zitrone. Alles wund schon wieder, richtig brutal. Wir ziehen weiter, wir gehen zum Panorama. Prost. Und gucken, ob wir die letzte Station noch packen. 16.49 Uhr, wir sind angekommen beim World's End am Ende der Goldenen Meile. Das ist Pub Nummer 12, das Restaurant Panorama. Bisher, wenn wir hier waren, war immer total tütendicht. Jenna ist auf dem Tisch eingeschlafen. Hannes hat sich einfach ein Wasser bestellt, weil er gar nicht mehr wusste, wo er ist. Dachte, er wäre ein Fisch. Wir wollen jetzt hier rein, wollen gucken, ob es hier alkoholfreies Bier gibt. Noch fix ein alkoholfreies Bier nehmen. Dann ab zum Dönerlutz, schauen, ob wir vor 18 Uhr dann Abendbrot essen können. Komplett nüchtern. Wohl eigentlich müsste man so polizieren und Alkoholtest machen, ob das wirklich so passt. Und ich muss aufs Klo. Nee, wir haben nicht so viel Zeit. Wir wollten eigentlich nur drei alkoholfreie Bier, wenn Sie das haben. Ja, okay. Wie bitte? Nee, wir müssen noch woanders hin dann, deswegen. Einfach nur. Nee, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, das hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht, welche Sorten es gibt, aber egal. Hannes ist auf Toilette. Mal gucken, was es ist und wie es schmeckt. Und ob da Alkohol drin ist. So, wir wissen nicht genau, was es jetzt für Bier ist. Links unten steht Effes mit Alkohol. Im zweiten Fach rechts steht Erdinger. Weißbier wahrscheinlich. Müsste man ja merken. Dann wäre es vielleicht aber noch ein bisschen... Ich weiß es nicht. Es ist bestimmt alkoholfrei, es ist bestimmt Erdinger. Da sitzen die Jungs, guckt es euch an. Prost, Jenna. Auf den erfolgreichen Abschluss. Prost, Hannes. Auf den erfolgreichen Abschluss. Und jetzt trinken wir mal gucken, wie es schmeckt. Nee, Effes ist das nicht. Würz Erdinger, weil... Ja, definitiv. Ja. Didi.
Ja, Dinger. Jetzt müsst ihr es nur noch austrinken, damit wir dann sagen können, wir haben es ausgetrunken. Wir haben auch schon bezahlt, 3,10 Euro ein Bier. So, weil es da drüben oder draußen angefangen hat zu regnen, sitzen wir jetzt hier drin und warten noch, bis die Shania ihr Bier ausgetrunken hat. Hallo, Jana. Hallo. Jetzt hat sie den Hattrick geschafft. Dreimal haben wir gewartet heute. Aber hey, ihr müsst ja mal überlegen, was sie hier in sich reinschütten musste, ne? Das ist für niemanden was gewesen. Wir gucken mal, dass wir irgendwie uns durch den Regen kämpfen zum Lutz. Dann habt ihr noch ein schönes Dönerbild zum Abschluss. Der Hans freut sich auch schon. Guck. Oh ja, ich freue mich. Der Hans. Guck, ist leer, ist wirklich so. Also wir haben das jetzt nicht da draußen auf den Tisch gekippt und deswegen ist der Tisch nass. Es regnet wirklich ein bisschen. So, wie ihr seht, nieselt sich's gerade schön ein. Aber Farbe Urin leuchtet immer noch. Wir fangen mal beim Hannes an. Ne, wir fangen bei der Jenna an, weil Jenna hat die erste goldene Meile gehabt. Jetzt hat sie die letzte goldene Meile, aktuell, laut dem Standpunkt. Ja. Wie fandest du diese Meile im Vergleich zu deiner letzten Meile? Sagen wir es mal so, ich bin zumindest nicht eingeschlafen. Das ist ja, doch schlimmer. Von was auch, ne? Das ist hier die Frage. Von was will man da einschlafen? Ja, eben. Ja, ist immer weiß. So langweilig. Eben, boah, voll langweilig. Ich leg mich mal kurz hin. Nee, aber ansonsten, ist mal was anderes gewesen, auch diesen einfach mal zu probieren, wie das so ist mit alkoholfrei. Ich meine, es ist interessant gewesen, auch dieses zu gucken, was es für verschiedene Sorten davon gibt. Aber ich glaube, nochmal sowas mache ich nicht. Warum? Es gab ein paar dabei, die haben nicht so gut geschmeckt. Das hast du bei normalen Bieren auch. Ja, aber nach einem gewissen Stand ist es scheißegal, wie die schmecken. Hannes, was sprichst du? Wie hat es dir gefallen? Was sagst du zu dieser Meile im Gegensatz zu der mit Chiesto? Ziemlich Kesto, ja. Mit normalen Bieren finde ich es halt immer nur noch geiler, aber also ich kann damit nichts anfangen mit den. Alle drei gleich? Richtig scharf. Ja. Wie gesagt, also. Ja. Alkoholfrei würde ich definitiv auch nicht mehr machen. Ist absolut nicht meins, nein. Lieber dann nochmal eine normale Meile mit normalem Bier einfach. Da wäre ich auf jeden Fall nochmal dabei. Aber wozu hast du doch eh schon gemacht? Ja, aber man kann sich immer noch steigern. Nee, du sollst ja was noch mehr trinken oder was? Du sollst ja eigentlich nur. Das ist ja ein soziales Experiment, bla 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 und kein sinnloses Besäufnis, Monsieur hier erstmal platt abmachen. Also du fandst die normale besser. Ja, definitiv. Die normale würdest du lieber nochmal machen. Richtig. Du würdest auch, wenn dann, lieber eine normale machen, ja, statt so eine. Aber es war eine gute Erfahrung, sag ich mal so. Ja. Eine gute Erfahrung. Naja, ich fand nichts war eine gute Erfahrung. Ich finde, es hat gar nichts gepasst, gefühlt, weil es hat alles nicht geschmeckt. Ich habe währenddessen schon die ganze Zeit Kopfschmerzen gehabt. Mir tut alles weh, mein ganzer Wundesmund. Diese ganzen Säuren von diesen ganzen Radlergetränke fand ich auch nicht so prickelnd. Mal Natur, okay, aber dann der Rest wieder so. Dann mir tun die Füße weh. Das Wetter auch, guck mal, es regnet jetzt. Und es stört mich, dass es regnet. Als wir mit Käse losgelaufen sind, das war auch alles nass und es hat ein bisschen geregnet. War uns komplett egal. Also ihr seht, ihr nehmt das ganz anders wahr. Und dann merkt man auch mal, wie weit und lang die Strecke eigentlich ist und wie bergauf und ab es geht und hin und her. Gut, dass man es mal so gemacht hat, um zu sehen, was man sonst einfach im Vorbeigehen mitnimmt. So, Spaß? Hol dir einen ab. Spaß habe ich auf der anderen auf jeden Fall mehr gehabt. Und... aber wir haben es mal so probiert und so mal durchgezogen. So, ihr könnt das ja auch mal machen. Die Wassermeile, überall ein stilles Wasser nehmen, überall. Wenigstens haben wir es geschafft, dass es überall eine andere Sorte gab. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und auch im letzten Restaurant. Wir lassen uns jetzt noch einen Nutzdöner schmecken. Shania hat hier nämlich schon einen da. Der Hannes kriegt auch gleich seinen. Da filme ich dann kurz noch mal drauf, wenn die anderen zwei da sind. Wenn du möchtest, kannst du aber schon anfangen. Okay. Ich filme nämlich hier nur rein. So, da kommt der Hannes angestiefelt. Hier bin ich früher Skateboard gefahren. Da bin ich immer hier runtergeflogen und habe mir was gebrochen. Das war cool. Hannes, dann beiß auch mal rein. Nur fürs Video. Mal rein. Ja. Nicht, weil es schmeckt, nur fürs Video. Einfach so. Zack. So. Der ist jetzt schön nass geregnet. Das sieht gut aus. Ja, dass ihr das auch nochmal seht. Das ist der Lutzdöner, ne? Muss halt sein zum Abschluss. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Döner, eure Jenna, euer Hannes, euer alles. Mmh.
Mega knuspriges Softbrot. Perfekt.